Einige von euch haben sich in den Kommentaren gewünscht, dass wir noch mal ein bisschen über das Verschwinden der Skywork Airlines sprechen. Wenn man so will, die nächste Schweizer Fluggesellschaft, die leider nicht mehr fliegen wird. Tja, und auch wenn das jetzt für die Leute, die sich dafür interessieren, sowieso keine Neuigkeit mehr sein wird, wir fassen das Ganze mal ein bisschen zusammen und dazu gibt es noch ein paar kleine Infos zu der Fluggesellschaft. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und bevor wir richtig mit dem Thema einsteigen, mit dem eigentlichen Thema, nochmal ein kleiner Einschub vorweg. Und zwar ist heute Nacht, beziehungsweise heute Morgen eigentlich, eine Boeing 737-800 der russischen Jute Air in Sotschi über die Bahn hinausgerutscht. Alle 164 Passagiere und 6 Crewmitglieder haben diesen Unfall überlebt. Nach ersten Angaben hat man vorsichtshalber 18 Passagiere in ein Krankenhaus gebracht. Die Leute befinden sich nicht in einem kritischen Zustand, sondern sind lediglich leicht verletzt. So heißt es zumindest. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine 16 Jahre alte Boeing 737-800 mit der Registrierung Victor Quebec Bravo Juliet India. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das Ganze so aus, dass die Piste schlicht und einfach nicht ausreichte, das Flugzeug dahinter in einen Graben gerutscht ist und dann in den darauf folgenden Erdwall. Dabei wurden beide Tragflächen sehr stark beschädigt, eine davon, die linke Tragfläche, fing sogar Feuer. Die Feuerwehr war allerdings umgehend zur Stelle, die Passagiere konnten mehr oder weniger problemlos über die Notrutschen des Fliegers evakuiert werden. Zur möglichen Unfallursache weiß man zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest in der Öffentlichkeit, noch nicht sonderlich viel, aber es gab wohl schlechtes Wetter, das war auch der zweite Landeversuch, die erste Landung hatte man bereits aufgrund des Wetters abgebrochen. Tja, und mehr dazu wissen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Nun aber zu der kleinen Schweizer Fluggesellschaft Skywork Airlines. Kennt man nicht nur in der Schweiz, sondern die sieht man ab und zu auch in Deutschland. Zum Beispiel sind die nach Berlin, glaube ich, zuletzt noch geflogen und nach Hamburg auch. Und dass diese kleine Fluggesellschaft nicht ohne finanzielle Schwierigkeiten dasteht, das ist schon seit einigen Monaten bekannt. Man konnte sogar zum Winterflugplan 2017-2018 erstmal gar keinen Nachweis erbringen, dass man diesen aus finanzieller Sicht überhaupt stemmen konnte oder so abfliegen konnte, wie es eigentlich geplant war. Die kleine Fluggesellschaft stand danach unter besonderer behördlicher Aufsicht. Man hat sogar eine Frist bekommen, bis da und da müsse das und das Geld da sein, beziehungsweise bis da müsse ein Nachweis erbracht worden sein, dass man den Flugplan, so wie er aufgegeben wurde, auch abfliegen kann. Und das hat die Fluggesellschaft da auch noch geschafft. Interessant ist, dass die Zeitungsartikel oder generell die ganzen Nachrichten, die dann veröffentlicht wurden, schon ganz ähnlich aussahen wie die Artikel, die jetzt kamen. Nur dass heute dann der kleine Zusatz dabei ist, dass jetzt wirklich Schluss ist. Im letzten Jahr schaffte man es, also für den Winterflugplan 2017-2018, mit Hilfe von Investoren, also von Geldgebern, den Flugbetrieb weiterzuführen. Heute investiert keiner mehr in die Fluggesellschaft und deswegen ist die Airline jetzt am Ende. Wenn man so will, schon so ein bisschen die Air Berlin-Geschichte in ganz klein. Tja. Jetzt stehen die Maschinen seit mittlerweile 3 Tagen am Boden. Zuletzt hatte die Fluggesellschaft 6 Saab 2000 in der Flotte. Ziemlich alte Maschinen, die waren so zwischen 20 und 25 Jahren alt. Der letzte Flug ging dann am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr von Hamburg aus zur Basis nach Bern. Von der Basis Bern aus hatte man neben einigen interessanten Städtezielen, wie zum Beispiel Hamburg und Berlin, auch ein paar Urlaubsziele im Plan stehen. Damit bot die Fluggesellschaft Skywork Airlines eine ziemlich gute Möglichkeit, um ganz entspannt mit einem kleinen Flugzeug in den Urlaub zu kommen. Damit ist jetzt allerdings Schluss. Nach gescheiterten Verhandlungen mit möglichen Partnern hat man einfach kein Geld mehr, um den Flugbetrieb weiterzuführen und lässt deswegen die Flugzeuge am Boden stehen. Ein Insolvenzverfahren wird gestartet. Und damit haben über 100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren. Eigentlich eine ziemlich doofe Sache, denn wenn man so will, geht die Gründungsgeschichte der Skywork Airlines bis ins Jahr 1983 zurück. Ab dem Jahr 2009 gab es dann Linienflüge, eine Zeit lang sogar mit der Dash 8, davon hatten die insgesamt 3 Stück. Aber es hat alles nicht so sonderlich gut funktioniert, wirklich Geld verdienen konnte man damit nie. Das kann man schönreden, so lange wie man möchte, ist wie im Falle der Air Berlin, früher oder später muss dann halt irgendwann mal Schluss sein. Tja, in der Schweiz übernimmt jetzt die auch kleine Fluggesellschaft Helvetic Airways. Die springt jetzt hier und da mal ein und holt die durch das Grounding der Skywork Airlines betroffenen Passagiere wieder zurück nach Hause. Fällt ja auch böse gesagt gar nicht unbedingt auf, denn die Bemalung ist eh fast die gleiche und gefühlt hat sowieso fast jede Fluggesellschaft in der Schweiz die gleiche Bemalung. Helvetic Airways hat aber auch einen starken Partner im Rücken und zwar Swiss. Helvetic Airways betreibt zum jetzigen Zeitpunkt 7 Embraer E190 Jets und 5 Fokker 100. Das sind schon ziemlich alte Flugzeuge. Die Embraer Jets sind alle für Swiss unterwegs. Mit den Fokker Flugzeugen betreibt man seine eigenen Linienflüge oder man konzentriert sich auf Charterflüge, zum Beispiel für Fußballmannschaften oder so. Ziemlich interessant ist aber, man hat bei Embraer 12 Jets der E2 Generation bestellt und damit echt ziemlich coole Flugzeuge und ist in Zukunft damit auch ziemlich gut aufgestellt. Denn man wird die komplette Flotte, die jetzt besteht auch aus 12 Flugzeugen, mit diesen 12 Embraer E2 Jets ersetzen. Tja, dann kann man nur hoffen, dass die noch so ein bisschen eigenständiger werden oder vielleicht eigenständig bleiben auf jeden Fall
und vielleicht dann auch wieder ein bisschen unabhängiger werden von der Swiss, weil wäre blöd, wenn in der Schweiz bald auch alles der Lufthansa Group gehört. Aber wie dem auch sei, für eine Skywork Airlines ist da wahrscheinlich erstmal kein Platz mehr. Und das ist besonders blöd für den Flughafen Bern, denn Skywork Airlines hat ungefähr 60% der von Bern ausgehenden Flüge betrieben. Die sind jetzt leider weg, aber das bringt den Flughafen wohl nach eigener Aussage nicht direkt in die Insolvenz. Ein bisschen ruhiger ist es da wahrscheinlich trotzdem. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich hoffe, bei euch ist auch noch schönes Wetter. Dann genießt das Wetter. Dann bis morgen und tschüss.